Damen im Spotttheater, schalten Sie ab. Nicht uns, nein, ihr Trotztheater, die Spottzeit ist knapp. Wir meiden keine Konfrontation und keine Infamie. Wir bieten nichts wie Spott oder Hohn auf uns oder auf Sie. Wir wollen im Spotttheater wieder probieren, das ganze Bankrotttheater zu persiflieren. Abwenden, ausrotten, können wir nichts. Aber ausspotten. Guten Abend. Die Sonne geht im Osten auf, wandert entsetzt weiter, erträgt auch den Westen nicht und geht endgültig unter. Das ist die Lage. Man prophezeit politisch einen heißen Herbst. Der heiße Herbst, das sind sozusagen die Hundstage der Politik. Alle hängen schweißüberströmt, aktionsunfähig herum. Zum Glück gibt es hier und da diese Meinungsumfragen, die die Parteien ein bisschen aufwecken. Nicht? Zum Glück 3 in der Woche. Also die Sozialdemokraten liegen, glaube ich, bei 39-40%. Die Umfrage, wo die Partei läge, wenn es nach der Partei ginge, wird vorsichtshalber nicht in Auftrag gegeben. Die Österreichische Volkspartei liegt, glaube ich, bei 28%. Das heißt also, das Volk, dessen Partei sie sein möchte, scheint an Geburtenschwund zu leiden. In diesem Zusammenhang darf ich darauf erinnern, dass die italienischen Democristiani sich im Moment ihres totalen Niederganges in Volkspartei umgetauft haben. Man sieht die enorme Beispielwirkung der österreichischen VP. Das wird sie teuer zu stehen kommen, dieser Applausversuch. Dieser Einsame. Die Freiheitlichen haben ungefähr 16-18%. Das ist für den Marsch an die Macht ein bisschen mager, nicht? Und wir wissen ja, dass diese Meinungsforschungsinstitute von der Wall Street bezahlt werden und von der Weltverschwörung. Die Liberalen sind schwer einzuschätzen, die liberale Parteien immer sind schwer zu greifen, nicht? Die haben immer einen linken Flügel, einen rechten Flügel und dazwischen keinen Rumpf. Grüne liegen bei 6-8%. Das ist für eine Partei, die sich selbst am gnadenlosesten bekämpft, immer sehr beachtlich. Immerhin. Ja, es ist bei den Parteien ein Problem der Führungspersönlichkeit. Sehen Sie, das hat ja der österreichischen Volkspartei so lange gefehlt, eine richtige Führungspersönlichkeit. Jetzt hat sie eine, den Buschek. Nicht auszudenken, wenn dieser Mann auch noch eine Partei hätte. Der Wranitzki hat eine, aber die ist sich nie ganz sicher, ob es unter ihm noch ist, nicht? Die stärkste Führungspersönlichkeit haben ohne Frage die Freiheitlichen. Das ist beinahe schon ein Führer. Kürzlich sind ihm einige Geführte abhanden gekommen. Das kommt davon, wenn sich ein Flohdresseur mit einem Löwenbändiger verwechselt. Aber bei den Liberalen sind eine interessante Partei. Man sieht wieder mal in Österreich, nicht, wenn eine Frau Chefin werden will, muss sie die Partei schon selbst gründen. Eine imponierende Führungspersönlichkeit haben die Grünen, den Pilz und den Foggenhuber. Haben Sie bemerkt, dass das nicht ganz stimmen kann? Sie, ja, also einer bemerkt es immer nicht. Über allem thront ein Bundespräsident, der so aktiv ist, dass manche Bürgermeister gar nicht mehr mitkommen. Also, wenn ich diesen Bundespräsidenten beurteilen möchte, dann vergleiche ich ihn immer mit dem derzeitigen deutschen Präsidenten. Nicht? Der deutsche Bundespräsident ist ein politischer Denker und bemüht sich manchmal verzweifelt, Diplomat zu sein. Der österreichische Bundespräsident ist ein Diplomat. Aber wir wollen hier keine simplen politischen Witze machen. Was heute gefordert ist, ist Atemberaubendes, Beinhartes, Betroffenmachendes, politisches Kabarett. Dafür in hervorragender Weise zuständig Josef Hader, derzeit in diesem Theater. Grüß Gott, ich finde es auch total arg. Die Politiker sind vollkommen korrupt und kassieren Bestechungsgelder und sind unehrlich und vertreten das Volk nicht mehr und das ist ein Wahnsinn, ja. Und die Beamten arbeiten nichts mehr und kriegen jeden Monat dann eigentlich Dienstkrawatten und 10% der Weltbevölkerung verbrauchen 90% der Energie
und der Haider und überhaupt, es ist so arg und ich finde, dass man da einfach so da sitzen kann und wir bestellen unsere Einbauküchen und streichen die Gartenzäune und tun nichts dagegen und ich finde, dass man einfach wirklich, dass man einfach was dagegen tun muss und darum möchte ich jetzt ein Lied singen. Kompromisse machen. Und darum sing ich jetzt ein Lied, das sich überhaupt nicht reimt und auch keine schöne Melodie hat. Und dann werden sie sagen, das ist schier. Und weil ich kein Lied singe, das nach Brecht klingt, sondern so ein schierches, werden Sie nach 5 Minuten den Fernseher abdrehen. Und ich werde kein Geld mehr verdienen und arm werden und einen Job in einer Werbeagentur annehmen müssen. Dabei möchte ich so gern Künstler bleiben, Künstler bleiben, Künstler, 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 Künstler. Danke. Kein Mitleid, ich weiß, es ist nicht sehr spritzig heute, ich hab ein bisschen private Probleme momentan und das gehört aber nicht her. Und das ist auch der Grund, wieso eigentlich irrsinnig gerne hätte ich wirklich politisches Kabarett machen will, weil ich einfach, weil es mir privat sehr schlecht geht und Nein, gehört nicht her. Ich habe so eine Scheidungsgeschichte gerade drin und aber das ist wurscht. Vor 2 Wochen habe ich mich scheiden lassen. Von meiner Frau. Ja, klar, es war sinnlos. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr gehabt. Wir haben schon getrennte Schlafzimmer gehabt und getrennte Küchen und getrennte Vorzimmer. Es waren eigentlich 2 Wohnungen. Eine in Wien, die andere in Bregenz. Also es war keine intime Beziehung mehr in dem Sinn und wir haben uns sehr auseinandergelebt. Und wir waren dann schon per Sie und auf der Straße habe ich es gar nicht mehr gekannt. Ich habe auch nicht mehr genau gewusst, wie sie heißt. Also es war nicht mehr so intim und wir haben dann gesagt, das kann nicht mehr so weitergehen. Irgendwas müssen wir tun. Entweder wir fahren ganz spontan auf Urlaub und versuchen wirklich ganz neu anzufangen miteinander oder wir lassen uns scheiden. Und wir haben dann gesagt, Urlaub ist doch relativ schnell vorbei, aber Scheidung haben wir doch fürs ganze Leben. Und so ist das passiert. Ne? Eigentlich ist es daran gescheitert, dass mir meine Frau persönlich irgendwie zu kindisch war. Sie war furchtbar kindisch. Immer wenn ich in der Badewanne gesessen bin, ist sie in der Kummer, hat mir die ganzen Schieferl versenkt und so. Sie war furchtbar kindisch. Ich kann mich erinnern, der erste Krach war schon in der Hochzeitsnacht. Wir sind total irrsinnig romantisch getraut worden, wunderschön in einer herrlichen Barockkirche von einem schwulen Pfarrer. Und ich bin in der Nacht noch beim Pfarrer geblieben und das war irgendwie, da war schon ein Schatten über unsere Ehe. Wir haben dann schon in den ersten Monaten gemerkt, dass wir überhaupt nicht zusammenpassen. Sie war sehr attraktiv und dumm. Sie war furchtbar dumm. Nein, wirklich so dumm. Und wir haben also dann gemerkt, wir passen überhaupt nicht zusammen. Ich habe sie dann ziemlich vernachlässigt, gleich am Anfang muss ich sagen, und sie hat sich dann einen Schäferhund gekauft und ich habe dann immer unter den Tisch essen müssen und so. Es war nicht mehr angenehm und wir haben beide gemerkt, das ist nicht die große Liebe und haben uns dann beide heimlich Schusswaffen besorgt und wir haben dann auch nicht mehr unsere Probleme miteinander besprochen. Überhaupt nicht mehr. Einmal beim Frühstück bin ich draufgekommen, dass sie den Fuß amputiert hat. Unterm Tisch.
Ja, drüber soll man an und für sich nicht reden, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe, also wir haben uns auch im Bett nicht sehr verstanden. Das war, sie war eher ein aktiver Typ und ich mag das nicht so und sie hat immer so geschrien dabei und es war, ich hab mich richtig bedroht gefühlt teilweise. Einmal habe ich die Polizei rufen müssen, es war ziemlich arg. Ja, aber eigentlich möchte ich nicht drüber reden jetzt, weil das ist alles noch ziemlich nah und ich möchte an und für sich nicht drüber reden. Ich wollte die Sendung absagen, aber der Werner ist wirklich guter Freund von mir und ich wollte ihn nicht hängen lassen. Und außerdem habe ich vorige Woche diese Einkommensteuernachzahlung gekriegt und ich wollte ihn nicht. Glauben Sie an die wahre Liebe? Wieso? Wieso hat man von einer Frau, mit der man 5 Jahre zusammenlebt, auf einmal dieselben Geheimnisse wie von seiner Mutter? Wieso sagt die Frau noch mehr, nach 5 Jahren, mach die Tür zu, hast schon Zähne putzt, das hast du aber gut gemacht und so. Naja. Das ist alles irgendwie enttäuschend, ne? Schon, ne? Das ist alles enttäuschend, oder? Die Liebe und die Ehe und die Akropolis und alles. Ne? Es ist immer viel kleiner, viel schäbiger, wie man es sich vorgestellt hat. Das Leben verliert so dadurch, dass man es kennenlernt, ne? Das ist grauslich. Und es ist nie was ganz. Das, ehrlich, ich kann Ihnen das nie im Wecker. Es ist nie was ganz im Leben. Du denkst an Gedanken und in dem Moment versammst 100.000 andere Gedanken, die du daheim denken können. Verstehen Sie? Was ich? Oder wenn man Videos schaut, versammt man das Fernsehprogramm. Verstehen Sie, was ich meine? So. Es ist nie ganz. Dauernd tust du die Duschen und nach 5 Minuten stinkst du schon wieder. Und dauernd musst du jeden Tag essen und trinken und es kommt wieder so grauslich aus. Ich mag das nicht, wirklich. Das geht mir so am Wecker, ja? Dieses ewige Instandhalten, das macht mich so fertig. Wirklich, da verstehe ich die Sandler. Ja, da verstehe ich total die Sandler, die wollen nichts instandhalten. Die sagen, okay, der Mensch ist dazu da, dass er da fällt. Ja, irgendwann liegen wir alle unter der Erde. In 50 Jahren. Wie wir da sitzen, ne? 20, 13, 2. Ja, ist ja so. Ja. Wenn das für Sie eine Distanz bedeutet, dass Sie da klatschen, dann machen Sie es. Aber ich sage Ihnen wirklich offen und ehrlich, es betrifft jeden von uns, jeder, Einzelne. Ja? Und dann liegen wir unter der Erde und riechen so wie diese Sachen, die lange im Kühlschrank sind. Und ich frage mich nicht, was soll man da künstlich verzögern mit Duschgel? Sinnlos? Nein. Na, egal, jedenfalls bin ich sehr froh, dass das mit meiner Frau jetzt vorbei ist und habe das auch. Letztlich habe ich es im Griff. Sie war wirklich sehr dumm, wirklich, sie war sehr dumm und, naja, dumm nicht, sie war nicht gescheit, sie war so, sie war mehr geschickt wie gescheit, so, sie war intelligent daneben, ja, jetzt wo ich es sage, ja, so kann man das, sie war mehr so wie ein Seehund im Zirkus, verstehen Sie, wenn man den an den Ball hinschupft, nicht, der fängt den ganz elegant auf, nicht? Ein zweiter Ball, ein dritter, der Seehund jongliert mit den Bälle, total schön, nicht? Dann hast du einen Wirf hin. Schau, der deppert. So ungefähr ist sie. Verstehen Sie, was ich meine? So in der Richtung. Ja, sie war nicht. Sie war irrsinnig unsensibel. Meine Frau war irgendwie. Irgendwie war sie schon wieder ein Phänomen total. Sie hat nichts gespürt. Da hat sie mich immer so gestreichelt über den Kopf. Das hat so weh da in die Haarwurzeln. Die hat das nicht gespürt. Das hat so weh, du verstehst, da gröbe so deppert, die haben mich so geärgert. Das tut so weh, ich halte das nicht aus. Ich habe es auch nie mehr, wenn sie sich auf meine Schulter gelegt hat, da kann ich nicht einschlafen. Und ich mag beim chinesischen Essen nicht dauernd alle kosten lassen, Herrgott, noch einmal. Naja.
Naja, wenigstens habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder, dass ich mich um mich selber ein bisschen kümmere. Also ich arbeite momentan wieder stärker mit mir selber und bemühe mich, dass ich zu mir selber ein bisschen eine Beziehung kriege und dass ich einfach mit mir selber ein bisschen umgehen lerne oder mich selber ein bisschen kennenlerne und mich selber irgendwo ein bisschen finde, also dass ich einfach langsam weiß, wer ich bin oder einfach eine gewisse Beziehung habe zu mir, dass ich mich spüre, dass ich mich zuerst einmal suche selber, nicht, und dann finde und dadurch habe. Da bin ich wirklich... Nein, das ist wirklich toll. Es ist gar nicht einfach, dass man sie gleich hat. Manchmal habe ich mir ihr, also das dauert lang, bis ich mich finde und dass ich da, da gibt es das. Das ist toll. Das habe ich gemacht, zwei Wochen mache ich das. Tibetanischer Obertongesang. So toll, da hat man sich so schnell. Das ist. Moment, immer. Jetzt habe ich mich gleich, Moment, ich habe mich gleich. Das ist so. Probieren Sie mal, wollen Sie ein bisschen? Nicht lachen, du sollst nicht lachen, nur sein jetzt. Schaffen wir das einmal im Kabarett. Nicht lachen, nur sein. Komm, nur sein. Nichts machen. Bitte nichts machen. Man kann eh nichts machen. Ne? Was will man denn machen? Ne? Nur sein. Komm. Die einen überfressen sich, die anderen verhungern. Ist ein Energiekreislauf. Den Hunger in der dritten Welt wegatmen. Komm, probieren. Einfach weg. Bitte, was? Aha, das Gute. Nein, das Gute liegt uns nicht. Nein, da können wir gar nichts dafür. Wir sind so, wie sie uns zusammenbudert haben. Komm. Komm, alle. Komm. Ganz sie selber. Boah, das ist toll. Wenn man sich konzentriert, kann man zuschauen, wie die Fingernägel wachsen. Meine Hand ist total lustig. Der eigene Körper wird so spannend. Zum Beispiel von meinen Knöpfen hat jeder ein ganz anderes Gesicht. Schauen Sie mal. Ja, was ist denn mit dir, hä? Okay, du hast doch was, ich hier doch an. Na komm, sag's ins Ohr, komm. Was? Mein Gott, nur mal einen Anfaden, das war ein Kerl. Du wachst keine Angst, wir bewegen mich eh nicht mehr viel. Nein, immer locker bleiben, was? Entschuldigung, war ein blöder Schmerz von mir, das weißt du. Entschuldigung. Was ist mit dir, was musst du so arrogant reinschauen, so deppert, weil du eins drüber bist, ja? Du bist ein Trottel. Was mit dir? Nein, das ist der ganz der Arme. Der ist immer in der Hose drin. Komm, nein, komm, siehst du auch was an. Komm, schau. Schau. Das ist die Welt. Schau. Da ist das Publikum, schau. Da ist die Kamera, schau, da ist die Kamera. So. Und jetzt tust du dich verbeugen. Schau. Könnten Sie mal Freude machen und ein bisschen applaudieren? Wir sehen einmal mehr, diese jungen Kabarettisten kommen gar nicht dazu, die Welt zu retten. So sehr sind sie mit den zwischenmenschlichen Problemen beschäftigt. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, nur die Liebe kann die Welt vor dem Untergang bewahren, allein schon durch die vielen Kinder, die sie zeugt. Wenn aber dann diese vielen neuen Kinder die Welt auch nicht retten könnten, dann zahlt sich die nächste Sintflut wenigstens aus. Ja, bitte, diese biblisch überlieferte Sintflut ist für mich die erste historische ökologische Katastrophe. Und dieser Noah ist das große Vorbild der Unternehmer dieser Erde. Sie bauen Arche auf Arche. Für sich. Kein Helmlein wächst auf Erden, der Himmel hat's betaut. Und kann kein Blümlein werden, die Sonne hat's erschaut. Wenn du auch tief beklommen in Waldes Nacht allein, einst wird von Gott dir kommen dein Tau und Sonnenschein. Dann sprost, was dir indessen als Keim im Herzen lag, so ist
ein Ding vergessen, ihm kommt ein Blütentag. Dieses Lied findet sich im Liederbuch der Anna Magdalena Bach, geboren 1701, gestorben 1760. Schade, dass sich die Zeile "Kein Helmlein wächst auf Erden" heute nur mehr als Drohung begreifen lässt. Kein Helmlein wächst auf Erden, es dünkt kein echter Mist. Wozu auch wenn den Herden das Wachstum sicher ist? Kein Kalb muss jemals leiden, es kriegt sein Östrogen. Es hat die alten Weiden sein Lebtag nicht gesehen. Da gibt's kein Glockenläuten, auch Regen gibt es nicht. Es wachen Pharmazeuten über das Schlachtgewicht. Kein Helmlein wächst auf Erden, wenn's nach der Rüstung geht. Es wird alles Friedhof werden, wo jetzt noch etwas steht. Wir werden es schon schaffen, dass alles explodiert. Wir liefern einfach Waffen und warten, was passiert. Man wirft die teuren Waffen nur selten einfach weg. Sie wurden doch erschaffen zu einem großen Zweck. Kein Helmlein wächst auf Erden, wo man die Welt versaut. Das Leben kann nichts werden, wo man es zugebaut. Da wird nicht mehr gesungen, die Luft ist also bald zu schädlich für die Lungen und leise stirbt der Wald. Es trauern Ökologen der toten Zukunft nach. Sie haben uns getrogen. Die Lieder der Frau Bach. Aber zurück zum Thema Liebe, die ja das Einzige ist, was diese Welt wirklich vor dem Untergang bewahren kann. Nun kann Liebe aber nur funktionieren, wie wir wissen, bei totalem Verständnis unter den Partnern, wie von Josef Hader schon angedeutet. Aber jetzt wird dieses Verständnis vorgeführt von einem bezaubernden Liebespaar aus der Gruppo di Valtorta derzeit in diesem Theater. Das musst du verstehen. Ich hab dich wirklich sehr gern. Bei niemandem habe ich so das Gefühl, zu Hause zu sein. Und da ist doch auch etwas, was uns ganz tief innen doch verbindet. Das merkst du doch selbst, hm? Ja, ganz klar, das merke ich. Ich verstehe, dass du dich jetzt nicht so reinhängen willst in Beziehungssachen. Und meine Traurigkeit war auch nur einen Moment ganz groß. Ich weiß, dass du es ehrlich meinst und spüre ja sehr deutlich, dass dir an mir etwas liegt. Auf jeden Fall ist das so. Deine Nähe und die Sicherheit, die du ausstrahlst, zeigen mir doch meine eigene Stärke. Ja. Deine Stärke wird meine Stärke. Das sagst du sehr schön. Und das beeindruckt und freut mich sehr, wenn ich auch mein Ziel nicht erreicht habe. Das tut mir wirklich sehr leid und ich fühle mich nicht gut dabei. Das musst du nicht tun. Du warst ja nur sehr ehrlich. Das bin ich dir schuldig. Danke. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich weiß nur, dass unsere Beziehung, so wie wir sie jetzt haben, durch alles andere, ja, gerade durch so körperliche Dinge kaputt gehen würde. Findest du nicht? Das klingt alles sehr klar und einleuchtend. Deine Traurigkeit kann ich natürlich verstehen. Deine eigenen Empfindungen sind im Moment ja auch ganz wichtig. Doch kann ich auch deinen Gefühlsstandpunkt sehr gut einsehen. Denn es ist ehrlich und fair mir gegenüber, wenn du so offen über die Schwierigkeiten sprichst, also auch über die Unmöglichkeit, unsere Beziehung in eine andere Richtung gehen zu lassen. Ich finde es großartig, wie du damit umgehst. Obwohl ich auch eine enttäuschendere Reaktion verstehen könnte. Ja. Doch kann ich auch noch dazu sagen, dass eine Beziehung, eine Freundschaft... Ja, Freundschaft. Ja,
dass eine Freundschaft viel sein kann. Da bin ich mir auch ganz sicher. Ich denke, dass sie oft tiefer gehen kann als diese Bettsachen. Da bin ich ganz und gar auf deiner Linie. Bettgeschichten bringen Probleme und einer ist immer der Betrogene. Siehst du das auch so? Oh ja, das sehe ich auch so. Dein Verständnis ist unglaublich schön. Aber auch deine Bereitschaft und Offenheit. Ich würde dich auch verstehen, wenn du mich nicht verstündest. Ich dich auch. Wenn du mich zum Beispiel negativ ansprechen würdest. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also aus dem Bauch heraus argumentieren würdest. Das tue ich ohnehin. Wenn du mich zum Beispiel als Zicke bezeichnen würdest. Wirklich? Oder als ein dummes Schwein. Ja. Oder ein blödes Affengesicht. Ich würde dich dann aber eher ein Arschgesicht nennen. Ja. Oder eine verlogene Trantüte. Und ich dich wahrscheinlich einen dumpfen Trottel. Klar. Oder einen blöd geborenen Onanisten. Verstehe ich. Oder einfach einen Scheißkopf. Ja. Wobei ich immer betonen würde, dass du hässlich bist. Das würde ich auch. Und triefend nasse Hände hast. Ja. Immer nass. Und deine Brüste ja dauernd am Asphalt schleifen. Auf dem Asphalt. Ja, aber nur weil du dich nicht so weit nach hinten biegen kannst, um sie hochzukriegen. Ja. Was deine braun gerandeten Schneidezähne auch nicht gerade versteckt. Aha. Während in den Mundwinkeln laufend Schaumbläschen wohnen. Und deine Hemden hauptsächlich aus Salzrändern bestehen. Dein CH ein Dialektkarzinom ist. Aber gegen dein krankes Ess nicht anstinken kann. Warzenberg. Hormonsack. Ich fühle mich verstanden. Das kann ich verstehen und tue es auch. So schön. So schön kann Verständnis sein, so innig, so gut. Aber da gibt es noch etwas, über das unsere Eltern schon große Mühe hatten zu sprechen, wo auch wir Formulierungsschwierigkeiten haben. Die Triebe, die uns manchmal gänzlich unserer Sinne berauben, uns Arme. Wag dein Scheim und Blisterhaft immer wieder gegen Bremsen, darf ich nochmal Lüsterkraft in dein Knull und Hamsen? Ja, du Schopse Wutzenhand, Egel kehrt sich hänftlich ein, bis nach Römmen Mr. Pfand will jetzt schnallersamtig sein. Münz mich an, o Henusflügel. Bosum Binzen ausgelugt. Ewig würden Lockenmügel suckenfaulig und gebugt. Schnörz mich um, du Schlippenglunz. Aufgeblompert über Gonzen.
und mit deinem Oberwunzheim ein Lappus aufgedonsen. Sprang dem Seidom gegen Stessel, weite dich, es rattelt dumpf. Schenkler, Schenkler, Spürungsfessel klebt wie Rahm am Särmensumpf. Ihr Tatzen bremst mein Knollentrab, wirrt uns alte Hutungsschlausel, nimm doch für den Wabelnaht gummeliges Übergrause. Ach, blind gesippelt ist mein Flatter, bin zu drallig und zu staul. Keine noch so lausen Madder machen mir das Wimmeln faul. Dann mach Schnacker warmen Sautel, spür das Orging rein und rauf, geimen will ich Zapferbautel. Ah, mein Rinsel würmt sich auf. Kalt gelämmert, still die Fichel, liegen meinem und deinem im Kloß. Lattel, Betten, Fleckenkichel, lass mich ausgewärmt die Schoß. Wenn Sie jetzt den Kundendienst anrufen wollen, um zu klären, ob das obszön war, ich weiß es auch nicht. Ich bin kein Germanist, ich bin Satiriker mit einer Biografie. Wie sieht die Biografie eines Satirikers eigentlich aus? Also er wird geboren und ärgert sich über die Eltern, dann kommt er in die Schule und ärgert sich über die Lehrer, dann kommt er in die Pubertät, ärgert sich über die Mädchen, dann wird er erwachsen, ärgert sich über die Welt und dann wird er alt und ärgert sich über sich. Ja, also wenn ein Satiriker alt wird, so Eltern in meinem Fall, Eltern, nicht? Dann neigt er dazu, alles für sinnlos zu halten. Er sagt, Satire ist sinnlos. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja was statt Satire? Zuscheißen. Waffenhändler, Waffenfabrikanten, Drogenmultis, Rassisten, Faschisten, religiöse Fanatiker. Zuscheißen. Das wäre doch schon was fürs Erste. Ist Ihnen zu ordinär. Passt irgendwie nicht zu mir. Was wollen Sie? Das liegt im Trend. Das ist Biomord. Ungeachtet dessen, Kabarettist ist ein Traumberuf, weil er letztlich der einzige Beruf ist, der zu konsequent positivem Denken zwingt. Vorgeführt von Leo Lukas, derzeit in diesem Theater. Ich hab Hodenkrebs, das ist witzig. Ich bin arbeitslos, das ist fein, weil es ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Ich hab Kinderlähmung, da bravo, und krieg nie mehr den Führerschein. Aber das ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Meine Kinder haben nichts zum Fressen, meine Wohnung ist viel zu klein. Aber das ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Ich bin blind, ist es nicht zum Brüllen, ich bin blöd, ist es nicht zum Schreien, na das ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Wenn auf Kur, ich fahr dann nach Kalksburg, wenn ich Urlaub mach, dann in Stein, na das ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Ich bin impotent und neurotisch und steh in allen Giftlerkarteien, aber das ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Ich hab da Verschluss, das ist köstlich und seit kurzem nur noch ein Bein, aber das ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Ich bin bettlägerig und entmündigt und hab Mundgeruch wie ein Schwein, aber das ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Ich bin Zuhälter, das ist köstlich von meinen eigenen Töchterlein, aber das ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Wer mich kennt, sagt, ich bin ein Arschloch, aber glaubst, dass ich deshalb wein? Nein, es ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Und klopft der Sensenmann an die Türe, ruf ich nur herein, Freund Hein, weil es ist immer noch 10-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Und komm ich auch nicht in den Himmel, nur ich vor Loch in die Hölle hinein, weil es ist alles 100-mal besser, als Sozialarbeiter zu sein. Tscha, tscha, tscha. Danke, 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 vielen herzlichen Dank. Sie sehen also schon mit ein bisschen einer positiven Einstellung, da
kann man auch mit den kleinen Widrigkeiten des Lebens und des Berufslebens ganz leicht fertig werden, gell? Man muss halt an sich arbeiten. Oder zumindest an sich arbeiten lassen. Wie das so in meiner schönen steirischen Heimat passiert, das sehen Sie jetzt. Liebe! Ja, da schau ich jetzt aber. Ja, mir kommt vor die vier, ich muss sagen Kolleginnen, weil Kollegen haben ja kein da. Macht nichts. Meine Damen, der Titel unseres YBQ, unseres Weiterbildungskurses lautet: Was könnte ich jetzt noch werden außer Organspenderin? Wobei ich aber bitte schön gleich dazu sagen möchte, dass wir mit diesem Titel nicht ganz glücklich sind, weil ja gerade Organspenderin heute ein Beruf ist, der wirklich eine Zukunft hat. Aber dazu später. Meine Damen, Sie alle sind gelernte Friseurinnen, aber arbeitslos. Und warum? Wegen dem Kommunismus. Der Kommunismus war der größte Irrtum der Menschheit. Jetzt ist er hin und was haben wir davon? Die Ausländer. Hand aufs Herz, meine Damen. Es waren doch bitte schön goldene Jahrzehnte, die 70er. Bis der slawische Heuschreckenschwarm auf uns hereingefallen ist, ungerufen, unerwartet, unbedankt, brauche ich nicht dazu sagen. Wie schaut es jetzt aus? Die Wirtschaft liegt da nieder. Die Haus-, Klein- und Mittelkriminalität boomt unter den Augen eines roten Innenministers. Entschuldigung, ich weiß, das gehört jetzt gerade hier vielleicht nicht hierher, aber das musste mal gesagt werden. Kennt euch ja Geschichten dazu. Von Wien. Also was da in Wien. Und von in der Früh bis spät in die Nacht. Hinter verschlossenen Türen. Und nur so. Bitte, ich weiß besser, man redet nichts drüber und ich will auch gar nichts sagen. Aber wenn ich was zum Reden hätte. Ich will jetzt gerade hier nichts gesagt haben, aber ich bin sicher, wir verstehen uns. Na, aber was kommt denn heraus dabei? Ja, gehen doch Sie einmal als eine arbeitslose Friseurin allein in der Nacht in Wien durch Otterkring und Sie werden sehen, was die Stunde geschlagen oder besser der Muezzin gejodelt hat. Ja, so eine Kreatur, meine Damen, die will nicht von euch, dass ihr die Haare wascht und föhnt. Die will etwas anderes. Bitte, ich will jetzt hier niemand unnötig ängstigen. Und sicher ist von der Geburt her jeder Mensch gleich. Aber ich weiß, wie es manchmal in mir drin ausschaut. Und ich möchte euch da sparen, wie die erst beisammen sind. Schaut's. Der Lockenstab, der transportable Föhn, die Heimtrockenhaube, die unseren schönen Jahrtausende alten Friseurberuf zugrunde gerichtet haben. Wo kommen die denn her? Ja, wo kommen die denn her? Aus Taiwan? Und was kommt noch aus Taiwan? Das China-Restaurant. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann tausend China-Restaurants, in die jede von Ihnen sicher schon ihre guten österreichischen Schillinge hineingetragen hat, samt Trinkgeld, weil Sie so freundlich grinsen. Und für wen? Für die taiwan-chinesische Mafia, die unsere guten deutschen Patente für Lockenstäbe und Heimtrockenhauben und transportable Föhns gestohlen und die Wirtschaft ruiniert hat. Also schaut's doch aus, bitte. Aber das bringen Sie nicht im ORF. Da muss man schon in die Krone schauen. Und ich will auch gar nicht wissen, wer da in Wien. Ich will's nicht wissen, aber ich weiß es. Schaut's, der kleine Gewerbetreibende, der kann doch bitte schön 25 Stunden am Tag arbeiten und 100 Jahre nicht auf Urlaub fahren.
Er da bloß nicht. Er wird hinweggespült von der japanischen Springflut. Ja, denen gehört doch schon alles. Denen und denen Scheichs. Und wer hat die Brut ins Land geholt? Na, der Kreisky. Bitte, ich weiß, das gehört jetzt hier nicht hierher, aber das gehört. Mädels, ich muss euch sagen, es schaut nicht gut aus für euch. Wer von euch hat stricken gelernt von der Mutter oder nähen? Danke, könnt ihr euch in die Haare schmieren. Die Kroatin ist schneller. Desgleichen beim Putzen, am Fließband, an der Schreibmaschine und auf Deutsch gesagt auch beim Budern und Kinderkriegen. Zweitens, was bleibt euch übrig? Macht's was aus euch, nutzt euch eine Ausbildung, richtet's euch schön her. Schaut's, dass einen erwischt's, möglichst einen Einheimischen. Seid's nicht blöd, seid's nicht wöllerisch, die Zeit ist vorbei. Seid's bescheiden, tut's ihm ein bisschen etwas bitten. Macht's keine Zicken, die Thailänderin wartet nur drauf. Bitte, ich will hier jetzt niemand unnötig ängstigen. Und noch ist nicht alles verloren. Für jedes Haserl wächst der Graserl. Das war's für heute, meine Damen. Wenn noch irgendwelche Fragen auftreten sollten, stehe gerne hinterher in meinem Büro zur Verfügung. Bitte einzeln eintreten. Wann ja ich irgendwie zu Diensten sein kann, du es gern, Walzer, dein sind wir ja schließlich da. Schaut, sie sag immer eins, man muss heutzutage unserer Frau nicht unbedingt gleich ein Nieren hergeben. Es gibt schließlich andere Organe auch. Grüß Gott. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Sie merken schon, also das Wohl und Wehe der werktätigen Bevölkerung ist mir ein tiefes inneres Anliegen. Und deshalb werde ich jetzt an- und abschließend an diesen meinen Teil des Programms auch ein kleines, sehr berührendes Kabarettstück zum Besten geben. Ein kleines Stückchen über einen besonders harten Arbeitstag. Meinen besonders harten Arbeitstag. Sie werden erschüttert sein. Maestro. Kürzlich saß ich im Kaffeehaus, estimierte mich als Wiener, schlürfte langsam den Kaffee aus, aß ein Parl Depreziner, las dabei die rosa Zeitung und aus Jux das Kleinformat. Sonst geschah nichts von Bedeutung, zwar in Summe schrecklich fad. Ich nahm eine Zigarette, um mich ein bisschen anzuregen. Dann ging ich auf die Toilette, eher der Bewegung wegen. Als ich bald drauf retournierte, ging noch alles seinen Gang. Und im Folgenden passierte überhaupt nichts von Belang. Von den Damen an den Tischen wirkten manche recht apart. Doch mich ins Gespräch zu mischen, ist nun mal nicht meine Art. So verfloss der frühe Abend. Später trank ich etwas Wein und ein leichtes Schwipserl habend traf ich froh zu Hause ein. Meine Frau war schon im Zimmer, bot zum Kusse mir den Mund und wir liebten uns wie immer
und dann ging ich mit dem Hund. Meistens wach ich auf um 11, meine Frau kocht den Kaffee, wobei ich ihr etwas helfe, weil ich Semmeln holen gehe. Mit dem Hund, es ist ein Setter, gehe ich dann zum Hanselteich. Manchmal achte ich aufs Wetter, aber meistens ist's mir gleich. Später gehe ich, keine Frage, ins Café, wie schon narriert. Tja, so verbring ich meine Tage. Schön, dass Sie das interessiert. Gänzlich blauäugig die Einstellung zum Beruf von diesem jungen Kollegen. Der hat noch keine Ahnung vom Generationskonflikt. Damit meine ich jetzt nicht diese Kritiker, die da beim Wort Klassenkampf sofort an das Volleyballspiel zwischen der 7a und der 7b denken. Nein, das meine ich. Nein, ich meine durchaus die Schwierigkeiten mit jungen Leuten im Publikum. Also ich habe kürzlich mal eine Vorstellung gespielt, da hat ein Mädchen das im Publikum plötzlich heraufgerufen: Du verarschst die Leute, bist doch nur stolz drauf. Wie gesagt, bitte, das geht nicht, aber sie haben mich heraufgeholt. Ich habe gesagt, kommen Sie, stellen Sie sich her, lassen Sie sich wirken und sagen Sie mir, wie Sie das finden. Hat sie gesagt, unnötig. Habe ich gesagt, aber bitte, Sie können jetzt hier von der Bühne aus alles sagen, was Sie wollen. Sie können zum Beispiel sagen, was Ihnen an meinem Programm nicht gefallen hat. Hat sie gesagt, ich sage dir lieber, was mir gefallen hat, muss ich nicht so lange hier rumstehen. Dann hat sie geschwiegen. Und ich sage, bitte, das geht nicht auf eine Kleinkunstbühne kommen und schweigen. Das kann man im großen Theater machen, wo immer erst nach 7, 11 Minuten nach Aufziehen des Vorhanges das erste Wort gesprochen wird. Auf der Kabarettbühne muss man was sagen. Sagt sie, wie soll ich es dir sagen? Ich sage, möglichst laut und deutlich. Hat sie gesagt, ich meinte schonend. Und dann hat sie gesagt, du wirst doch jetzt bald 60. Was hat sie gefragt? Du hörst genau jener Generation an, die uns alles so hinterlässt, wie es ist. Also verarschen kannst du die Leute deiner Generation. Bei uns kannst du dich eigentlich nur entschuldigen. Habe ich gesagt, mein liebes kleines Fräulein, ich war schon mit 30 gegen die, die ihnen alles so hinterlassen, wie es jetzt ist. Und sie gesagt, na, und was hast du davon? Habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, ein Alibi. Hat sie gesagt, das kannst du dir irgendwo hinschieben. Wollte ich mich aufregen, hat sie gesagt, ich soll mich nicht aufregen, sei meine Arbeit schon sinnlos. Habe ich gesagt, mein liebes kleines Fräulein, ist es für Sie und Ihre Freunde nicht völlig sinnlos, darüber nachzudenken, ob das, was ich mache, Sinn hat oder keinen Sinn hat? Wäre es für Sie und Ihre Freunde nicht wesentlich sinnvoller, darüber nachzudenken, was Sie tun könnten, was nicht sinnlos ist? Hat sie gesagt, wieso hat ohnehin alles keinen Sinn? Habe ich gesagt, das berechtigt Sie zu der Aussage, dass ohnehin alles keinen Sinn hat. Hat sie gesagt, dein Anblick. Und nach einer Weile, mein Vater bleibt abends wenigstens zu Hause. Ja, die Leute haben so gekichert wie Sie hier. Dann hat sie noch ein paar Punkte aus dem Programm herausgenommen, hat zum Beispiel gesagt, was du über Waffenhändler sagst, ist völlig blödsinnig. Das weiß ohnehin jeder, habe ich gesagt, alle Waffenhändler wissen es nicht. Hat sie gesagt, die erfahren nicht, was du von ihnen hältst. Habe ich gesagt, was machen denn Sie gegen Waffenhändler? Hat sie gesagt, ich wähle grün. Habe ich gesagt, dagegen ist ja das, was ich mache, noch bewaffneter Widerstand. Womit wir wieder beim Thema Weltuntergang wären. Gott sei Dank hat sich die Gruppe di Valtorta mit diesem entscheidenden Tag befasst. Wir haben also jetzt doch noch die Gelegenheit, kompromissloses politisches Kabarett zu sehen. Der Weltuntergang. Derzeit in diesem Theater. Was ich ja nie gegessen habe, ist Corned Beef. Was? Corned Beef. Sei froh. Psst. Jetzt ist schon 8:30.
Fast 39. Und immer noch passiert nichts. Es kann jeden Moment soweit sein. Ich habe mich darauf verlassen, dass alles um halb vorbei ist. Nicht früher und nicht später. Eher früher. Ja, meinen Sie denn, der Untergang ist zu einfach? Na, einfach nicht, aber anfangen könnten Sie mal damit. Ich habe schon ganz schweißige Hände. Das haben Sie im Radio gesagt, dass Anfassen alles leichter macht. So, meinst? Na? Das ist es! Was? Da dieses tiefe, dumpfe Grollen, jetzt ist es soweit! Ich höre nichts. Doch, es donnert. Donnert ist zuerst, bevor es untergeht. Ja, freilich. Ja, sicher doch was am Lieder gedacht. Nein, es hätte auch irgendwas anderes tun können. Irgendwas Originelleres. Reicht Ihnen das Donnern nicht? Mir ist es wurscht. Jetzt ist schon 3/4. Hast du noch viel vorgehabt? Ja, klar. Und was? Ja, so allgemein viel halt. Ah ja, jetzt zum Beispiel? Mei, wenn du mich so direkt fragst, eigentlich. Und du? Ich hätte ja nicht gedacht, dass der jüngste Tag an einem Dienstag ist. Ich hätte gemeint, wenn, dann ist es ein Freitag. Freitag? Weil sie uns dann ins Wochenende beschissen hätten. Da, jetzt aber, das majestätische Grollen, das. Oder? Ich habe einen Moment lang gedacht, dass. Könnte man nicht irgendwas spielen dabei? Was denn, so wie wir dastehen? Weil irgendwas einfach ist. Kennt ihr, es fliegt, es fliegt. Es fliegt der Klapperstorch. Es fliegt der Weißkopfadler. Es fliegt der Leberkäse. Ah, sauber neigefallen, jetzt seid sauber neigefallen. So ein Unsinn, was kann ich denn dafür, wenn Sie mir den Arm hochreißen? Mei, ein Leberkäse fliegt nicht. Ach, jetzt lassen Sie mich mit diesen Kindereien in Ruhe. Spiel mir weiter. Nein. Oh. Wenn Sie sich jetzt in der Zeit vertan haben und wir stehen morgen also da. Niemand hat sich vertan. Morgen gibt es nicht mehr. Hast du noch so einen Apfelbaum gekriegt? Nein, alle schon weg. Ich hab dann von 17 genommen, sein Aschi. Da jetzt aber, das kosmische Grollen! Und wo hast du die eingraben? Im Garten. Bei dir im Garten, wo? Großartig, göttlich, das Ende! Da hinten, wo letztes Jahr die Blautanne eingegangen ist. Also an der Straße, da werden die ja nie was. Wieso nicht? Ich hab ein bisschen lockere Erden hier und ein Mulch und ein Beiwagen. Jetzt sind Sie doch still, sind Sie doch endlich einmal still! Ich glaube ja, da ist was dazwischen gekommen. Oder die fangen woanders an. Das Donnern könnte auch die U-Bahn gewesen sein. Das ist wirklich unglaublich, diese Ignoranz, diese Unfähigkeit zur Andacht. In solch einem Moment, dem größten Moment seit dem Urknall, seit... Da. Glauben Sie es jetzt? Die? Das ist es. Pfeilgrad. Alle Lichter aus. Aber sonst eigentlich nix. Ich mach mal Kerzen an. Könnten Sie mich dazu vielleicht loslassen? Ja. War das jetzt alles? Weiß nicht, vielleicht kommt da noch was. Sie kennen sich doch da aus. Was ist jetzt mit dem Donner? Donner? Ich weiß selbst nicht. Ich geh jetzt heim und ins Bett. Das ist das Gescheitste, was du machen kannst. Und? Wie schmeckt Kornetbeef? Noch Blech.
politisches Kabarett im Sinne von Weltuntergang, im Sinne von großen Krachen war das natürlich. Herr Schneider, einfach und breit ist der Weg in die Finsternis. Und dornig und steil der Weg ins Licht. Für 20 Schilling sind Sie dabei. Herr Schneider, kehren Sie um. Noch ist Zeit. Wissen Sie nicht, dass diese Kolporteure des Untergangs niemanden ansprechen dürfen? Die dürfen nur so dastehen und so dreinschauen, als wären sie schon gerettet. Nehmen Sie es jetzt? Wie kommen Sie denn zu dem Zeug? Die haben bei mir geklingelt an der Tür. Zuerst habe ich geglaubt, das ist eine Werbeaktion für die St. Pöltener Kirchenzeitung. Aber wie haben Sie den Unterschied bemerkt? Das war einfach, da schauen Sie auf Seite 5, wird die Todesstrafe abgelehnt. Ich komme ja ein bisschen aus dem Bereich, aber ich wusste, ist nicht katholisch. Das können Sie so nicht verallgemeinern. Erstens einmal, die Zeugen Jehovas sind durchaus auch für die Todesstrafe, nicht bei Kleinkindern, wenn die ein bisschen Blut brauchen. Ne? Und bitte, die Katholiken schützen das ungeborene Leben sehr. Im Laufe des Lebens lässt der Schutz dann ein wenig nach, das gebe ich zu. Also, gegen verspätete Abtreibungen hat man weniger. Was sind verspätete Abtreibungen? Kriegstote, Hungertote. Jedenfalls bin ich froh, dass ich es erstanden habe von den Kollegen, weil die sind wirklich Fachkräfte, was den Weltuntergang betrifft. Schreiben die auch, wer den Weltuntergang überleben wird? Wenige. Ganz wenige. Ganz wenige, und zwar steht da, von allen Menschen seit Adam werden nur 144 Gerechte in den Himmel kommen. Ich glaube, die haben denselben Innenminister wie mir. Das würde voraussetzen, dass der Innenminister in den Himmel kommt. Aha, glauben Sie? Sagen wir, mit den 144 Gerechten eher nicht. Vielleicht als Konsulent? Für Inquisition. Nein, für Härtefälle. Bedenken Sie, der Gründer der Österreichischen Sozialdemokratischen Partei, Viktor Adler, wurde in Prag geboren. Der dürfte heute gar nicht einreisen. Aha, der würde also, dass es zusammenbringt, der würde von den momentanen Vertretern seiner Partei daran gehindert werden, sie zu gründen. Na, dann gründen könnte sie jederzeit. Die müssten sich halt das Parteiprogramm dann halt nur faxen. Das war ein Spotttheater, um zu probieren, das ganze Bankrotttheater zu persiflieren. Abwenden, ausrotten konnten wir wie immer nichts, aber ausrotten. Guten Abend.